Hallo, hier ist Anna. Heute mache ich ein kleines Video und zeige ich, wie du schnell und einfach eine leckere Mayonnaise selber herstellen kannst. Das dauert genau 30 Sekunden. Du brauchst dazu ein geschmacksneutrales Öl, zum Beispiel Sonnenblumenöl, 200 ml, ein Ei, eine Teelöffel von Senf. Ich verwende keine Bio-Brottrunk-Senf, weil die enthält keine Branntweinessig, keine Jodsalz, sondern nur gesunde Brottrunk, gelbe Senfsaat, Braunsenfsaat, Steinsalz und das war's. Außerdem brauchst du einen Esslöffel Zitronensaft und eine Prise Salz. Alle Zutaten sollen möglichst kalt sein, dann wird deine Mayonnaise dickflüssig und cremig. Alles in einen Stabmixerbehälter geben und mit Stabmixer 30 Sekunden verrühren. Also einfach, schnell und super frisch. Du kannst das sofort genießen, verwenden für deine Speisen oder du füllst das in ein Glas ab und stellst das in den Kühlschrank. Dort ist Mayonnaise ca. 3 bis 5 Tage noch haltbar. Ich werde mich freuen, wenn du dieses einfache Rezept ausprobierst. Abonniere meinen Kanal, damit du nicht verpasst. Drücke Daumen hoch. Ich wünsche dir guten Appetit und bis zum nächsten Mal.